Ich freue mich, Sie zur 19. Folge meiner Augsburg-Geschichten begrüßen zu dürfen. Diesmal geht's um den Weinmarkt, ein Begriff, den vielleicht der gar nicht mehr so bekannt ist. Vor etlichen Jahren geisterte der Begriff Kaisermeile für die Maximilianstraße durch die Medien, wobei man sich des Gefühls nicht so ganz erwehren kann, dass es sich dabei um die Wortschöpfung von irgendeinem Marketingmensch handelt. Zu Kaiserszeiten sieht man mal von den Kaisern Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts ab, gab es nämlich keine Maximilianstraße. Die bekam ihren Namen ohnehin erst nach 1806. Und es war auch keine Meile, sondern eine Abfolge von Plätzen. Um den Augustusbrunnen, wie Sie es in der letzten Folge schon mitbekommen haben, befand sich der Perlachplatz mit dem Eiermarkt. In der kurzen Maximilianstraße schloss sich der Brotmarkt an. Hier unten sieht man sogar die Brotstände. Und hinter dem Merkurbrunnen war der Holzmarkt. Das sieht man auf dieser Darstellung. Ganz unten hinter dem Merkurbrunnen sehen Sie Fuhren mit Holz. Ich hoffe, es ist zu erkennen. Etwa auf Höhe der Einmündung zur Wintergasse stand inmitten der heutigen Maximilianstraße bis 1632 das Tanzhaus, das hier als Tatzhaus beschrieben ist, aber unter den wichtigen Gebäuden der Stadt genannt wird eben. Danach kam der, hier haben wir nochmal das Tanzhaus in dem Stadtmodell von Rogl, das im Maximilianmuseum zu sehen ist. Dahinter kam dann der Weinmarkt, vor allem vor den Fuggerhäusern. Ich habe Ihnen das mal hier dargestellt, habe gesagt, so müsste es ganz gut gehen. Tanzhaus, Weinmarkt und dann kommt das Siegelhaus. Das, der repräsentative Bereich, in dem sich große gesellschaftliche und politische Ereignisse, wie zum Beispiel Reichstage, abgespielt haben, das war eben nicht die Maximilianstraße, sondern besagter Weinmarkt. So berichtet die Welser Chronik, die habe ich hier liegen und werde sie nicht jedes Mal wieder neu aufschlagen. So berichtet die Welser Chronik unter dem Jahr 1477 zum Beispiel: Endlich den 6. Wintermonats kam Graf Eberhard von Württemberg gen Augsburg, dem zu Gefallen ein Turnier auf dem Weinmarkt gehalten worden. So sahen etwa die Turniere aus. Fürsten und Adlige traten auf ihren Pferden gegeneinander an und neben den Gästen traten auch einige Augsburger Patrizier zu diesem Turnier, scharf gerennet, wie es heißt, an. Nämlich benanntlich Eitelhain, Eitelhansen und Hartmann Langenmantel, Georgen Hofmeier, Marx Waltern, Lukas Ravensburgern und Ludwig Meiting. Der Erst- und Zweitplatzierte bekam übrigens als Siegestrophäe ein gülden Ringlein. Und weiter heißt es, desgleichen wurden auch von den gemeinen Bürgern und den Geschlechtern mit nicht geringen Unkosten des Rats allerlei kurzweilige Schauspiel und lustige Tänz auf gewöhnlichem Tanzhaus gehalten. Das Tanzhaus auf dem Weinmarkt, hier sehen wir es in dem sogenannten Seltplan, da ist das Tanzhaus, war aus heutiger Sicht eine etwas skurril anmutende Mischung aus Stadtmetzg und hochoffiziellen Gesellschaftsräumen. Im Erdgeschoss befanden sich nämlich die Fleischbänke. Bis 1396 wurde, Zitat, das Tanzhaus so bisher neben dem Rathaus, da jetzt und der Fischmarkt mit dem springenden Brunnen ist, gestanden und mit Schindeln bedeckt war, mitten auf den Platz unterhalb dem Weinmarkt versetzt worden. Nachdem dieses Tanzhaus 1451 abgebrannt war, errichtete man an derselben Stelle einen Neubau
der 1608 von Elias Holl dokumentiert wurde. Hier ist die Schmalseite des Tanzhauses. Während im Untergeschoss also vor allem die Metzger ihre Fleischbänke hatten, fanden im Obergeschoss rauschende Feste statt. Nochmal ein Blick in die Welser Chronik, diesmal ins Jahr 1473, als Kaiser Friedrich in Begleitung seines Sohnes Maximilian, dem nachmaligen Kaiser Maximilian I., in Augsburg einen Reichstag abhielt. 1473 sind wir. Den 29. Mai ward mit des Kaisers Willen auf öffentlichem Tanzhaus von 1 Uhr Nachmittag bis auf die 6., also bis 6 Uhr, von den Geschlechtern ein Tanz gehalten, bei welchem der Kaiser selbst mit seinem Sohn und etlichen Fürsten beinahe 3 Stunden lang gesessen. Hier im alten Tanzhaus, also das dann abgebrannt ist, eine Darstellung des Geschlechtertanzes während des Reichstages 1500. Und hier eine Darstellung im Festsaal des neuen Tanzhauses sozusagen aus dem Jahr 1560. Im November 1632 wurde das Tanzhaus auf Geheiß des Rates übrigens abgebrochen, da man ja jetzt im Rathaus von Elias Holl einen repräsentativen Saal in Form des Goldenen Saales bekommen hatte. Hier aber nochmal zurück auf den Weinmarkt und zum Tanzhaus. Die Situation auf dem Weinmarkt ist hier auf dem Reichstag 1566 mit einer Tribüne vor dem Tanzhaus dargestellt, das offensichtlich auch bemalt war. Und hier auf einem um 1620 gemalten Bild von Matthäus Gundelach der Blick in entgegengesetzter Richtung bei einem Reichstag 1548, auf dem die südliche Begrenzung des Weinmarktes durch das Siegelhaus zu sehen ist. Das alte Siegelhaus wird 1605 abgebrochen und durch einen Neubau, natürlich mal wieder von Elias Holl an gleicher Stelle, ersetzt. Hier haben wir einen Fassadenabriss des Hollschen Siegelhauses. Bekrönt wird die Fassade auf dieser Zeichnung gemäß des ursprünglichen Planes noch mit einer Zirbelnuss. Letztlich entschied man sich aber für einen mächtigen Bronzeadler, der ist hier sehr schön zu sehen, der von Hans Reichle gestaltet und Wolfgang Neidhardt gegossen wurde. Besagten Adler kann man heute übrigens im Hof des Maximilianmuseums sehen. Hier haben wir nochmal eine Darstellung dieses Adlers auf dem Siegelhaus. Und hier der Kopf des Adlers. Beim Siegelhaus handelte es sich um eine Art Steuerbehörde, in der die Zollabgabe für eingeführte schwankende Ware festgesetzt wurde. War der Inhalt der Fässer nach Menge und Qualität geprüft, wurden sie hier versiegelt und in den dahinterliegenden Stadeln gelagert. Nochmal eine Darstellung vom Siegelhaus, übrigens etwas später gemacht als die vorige Darstellung, etwa aus der gleichen Perspektive, weil hier nämlich bereits das Schätzlerpalais zu sehen ist. Die Weinfässer, die wurden in der Gebäudezeile hinter dem Siegelhaus gelagert. Hier haben wir eine Darstellung, aber es war jetzt nicht so, dass in dieser doch ziemlich langen Reihe der Stadel hinter dem Siegelhaus nur Wein gelagert worden wäre. Dabei, also in mehreren dieser Stadeln, war auch Salz gelagert. Also Salzstadel waren da auch. In der Balustrade über dem Hauptportal des Siegelhauses war übrigens, ich hoffe, man kann das hier halbwegs sehen, ein römischer Stein eingelassen, der in einem Relief den Transport von Weinfässern darstellte und der von Elias Holl mit viel Aufwand
aus den Fundamenten der Barfüßerkirche geborgen worden war. Nachdem dann das Siegelhaus 1809, die Bayern haben wir wieder zugeschlagen, abgerissen worden war, schien der Stadt dieser weite Straßenraum irgendwie offensichtlich nicht ganz geheuer. Und man versuchte zeitweise mit einer kleinen, baumumstandenen Insel gewissermaßen mitten in der Straße Abhilfe zu schaffen. Ein etwas kläglich anmutender Versuch, der auch nicht lange Bestand hatte. Und wenn Sie durch die Maximilianstraße gehen, dann denken Sie vielleicht dran, dass es die erst seit gut 210 Jahren gibt und vorher es der Weinmarkt, das Siegelhaus mit den Stadeln, das Tanzhaus, der Brotmarkt und der Holzmarkt war. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Abonnieren Sie mich, verteilen Sie mich weiter, liken Sie mich, scheren Sie mich. Ich freue mich drüber. Wiederschauen.